Hallo Leute, hier ist wieder Christian und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheers to the Weekend. Das ist ja mein Wochenrückblick mit meinen Highlights der vergangenen Woche. Das heißt immer mein Technik-Highlights der vergangenen Kalenderwoche. Heute in Ausgabe Nummer 34 vom 5.6.2017. Das heißt, wir haben zwar bereits schon Montag, allerdings ist das heute ein Feiertag, nämlich Pfingstmontag, sodass ich diese Ausgabe einfach mal ganz frech zum letzten Wochenende hinzuzähle, um euch meine drei Technik-Highlights der vergangenen Woche zu präsentieren, die allesamt Neuvorstellungen waren, und zwar Neuvorstellungen von Smartphones. Nämlich zum einen hat Andy Rubin, Mitbegründer von Google bzw. Android, sein Essential Phone vorgestellt. Dann hat Nubia, die Tochtergesellschaft von ZTE, das Nubia Z17 vorgestellt. Und zu guter Letzt werde ich noch ein paar Worte los zu dem Moto Z2 Play von Motorola bzw. von Lenovo, denn auch dieses Smartphone wurde in der vergangenen Woche vorgestellt, was ich natürlich auch hoffe, hier auf meinem Kanal testen zu können. Als erstes möchte ich euch aber das Essential Phone von Andy Rubin vorstellen, also einem der Mitbegründer von Google. Andy Rubin in seiner Person war einer der Mitbegründer, wenn nicht sogar der Gründer von dem Unternehmen Android bzw. natürlich auch dem mobilen Betriebssystem Android OS, was er Anfang der 2000er zusammen mit Larry Page und Sergey Brin ins Leben gerufen hat und bis 2013, also bis vor 4 Jahren, auch Chefentwickler von Android OS war, bis er dann ausgestiegen bzw. ausgeschieden ist. Dann war es relativ ruhig um Andy Rubin, bis er vor einigen Wochen oder Monaten auf Twitter ein Bild veröffentlicht hat, wo er ein unbekanntes Smartphone in die Kamera gehalten hat bzw. abgelichtet hat und wovon man dann auch ausging, dass es ein neues Smartphone von dem Mitbegründer von Android OS war. Und genau so soll es auch sein. In der vergangenen Woche hat Andy Rubin das Essential Phone vorgestellt von seiner neuen Firma Essential, was ein absolutes High-End-Smartphone ist zu einem meiner Meinung nach relativ fairen Preis von $699. Für diesen Preis bekommt man unter anderem ein Gehäuse aus Keramik, Titan und auch Gorilla Glass 5. Das heißt, Gorilla Glass 5 haben wir auf der Vorderseite zum Schutz des eigentlichen Display-Panels. Der Rahmen besteht aus Titan, der unter anderem mehr Stürze und mehr Schäden aushalten soll als zum Beispiel ein Aluminiumrahmen wie bei Samsung oder auch Apple-Smartphones. Und auf der Rückseite kommt Keramik zum Einsatz. Das Besondere auch an diesem Smartphone, wir haben ein Edge-to-Edge-Display. Das heißt, auf der Vorderseite haben wir ein 5,7-Zoll-Display in QHD-Auflösung, heißt 2160x1440 Bildpunkte. Edge-to-Edge heißt natürlich, dass wir einen sehr, sehr dünnen Rahmen haben und die komplette Front eben von diesem Display-Glas oder Display-Panel dominiert wird. Auf der Rückseite haben wir dann eine Dual-Kamera mit jeweils 13 Megapixeln und einer f1.85-Blende. Das heißt, die Kamera ist sehr lichtstark und dürfte auch bei Lowlight, das heißt bei schlechten Lichtbedingungen, sehr gute Fotos machen. Eines der Highlights ist aber sicherlich ein magnetisches Dock auf der Rückseite neben der Kamera, womit man die Möglichkeit hat, Zubehör, ähnlich wie man das zum Beispiel von den Moto Mods von Lenovo bzw. Motorola kennt, anzudocken. Unter anderem wurde hier schon eine 360-Grad-Kamera vorgestellt, die man ganz einfach mit diesem magnetischen Dock an die Kamera oder an das Smartphone anhängen kann, um dann 360-Grad Filme bzw. Fotos auslösen zu können. Die Kamera kann man natürlich separat kaufen, kostet momentan $200, wenn man sie einzeln kauft. Wenn man sie zusammen in einem Bundle, das heißt in einem Paket mit dem Essential Phone ordert, kostet die einfach nur $50 mehr, womit man dann bei $749 für das Phone bzw. für die Kamera landet. Auch bei den Innereien, also bei den technischen Daten, bekommen wir einen Snapdragon 835, 4 GB Arbeitsspeicher, Adreno, 540 Grafikeinheit und schnell UFS 2.1 Speicher und das sogar mit 128 GB. Ich finde, rundum gesehen ist das ein absolut faires Paket, zumindest wenn man auf den ersten Blick diese technischen Daten und vor allem auch Bilder vom Essential Smartphone oder Essential Phone sieht. Ausgeliefert wird es, wie gesagt, sehr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen in den USA. Man kann es in den USA reservieren. Über Umwege kann man das natürlich auch aus Deutschland reservieren. Wenn man zum Beispiel eine fiktive Adresse in den USA bekommt, kriegt man zum Beispiel über Borderlinks. Aber sehr wahrscheinlich wird das Gerät auch nach Deutschland kommen, denn die Webseite wurde bereits ins Deutsche übersetzt. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird es auch in den nächsten Monaten hier auf den deutschen Markt kommen, was mich sehr, sehr freuen würde. Denn das Gerät ist ein wirklicher Konkurrent zu einem G6, zu einem Galaxy S8 oder natürlich auch zu einem HTC U11, was vor 2 Wochen vorgestellt wurde. Und damit gehen wir auch schon zum nächsten Punkt über, nämlich zum Moto Z2 Play von Motorola bzw. Lenovo.
Auch beim zweiten Thema geht es, wie ich schon im Intro gesagt habe, um eine neue Vorstellung von einem Smartphone und in diesem Falle um das Moto Z2 Play von Lenovo bzw. Motorola. Ich habe das Moto Z Play auf meinem Kanal im letzten Jahr getestet, war absolut begeistert, unter anderem von der Akkulaufzeit, denn wir hatten hier, ich glaube, 3500 mAh an Bord. Das neue Moto Z2 Play geht da aber allerdings einen etwas anderen Weg, denn das Gerät ist nur, glaube ich, 6 mm dünn, hat dafür aber auch nur einen Akku mit um die 3000 mAh. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, ich glaube 3000 mAh ist richtig. Das heißt, die Akkukapazität ist wirklich stark nach unten gegangen, wobei man fairerweise sagen muss, dass die Geräte von Motorola immer relativ lange durchhalten. Auf der Vorderseite haben wir ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display. Wir haben einen Snapdragon 626 an Bord. Das ist natürlich ein Mittelklasse-Prozessor und genau dort, beziehungsweise im Oberklassebereich, ist natürlich auch das Moto Z2 Play gelistet. Wir haben 3 oder 4 GB Arbeitsspeicher und das richtet sich natürlich nach dem internen Speicher. Das heißt, für die 32 GB Variante haben wir 3 GB, für die 64 GB Variante haben wir 4 GB Arbeitsspeicher. Dazu, wie gesagt, dieser 3000 mAh starke Akku. Und auf der Rückseite haben wir eine Kamera mit 12 Megapixel und f1.7 Blende, die wieder ein Stück aus dem Gehäuse hervorsteht, was aber natürlich auch Sinn macht, denn das Moto Z2 Play ist wie das Essential Phone auch modular. Das heißt, man hat hier auch wieder die Möglichkeit, Module auf der Rückseite anzubringen, die natürlich magnetisch halten. Im unteren Bereich hat man eine Pin-Leiste, worüber die Konnektivität entsteht. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel Lautsprecher anzutippen, eine verbesserte Kamera anzutippen. Es sind neue Moto-Mods erschienen. Man hat also, es gibt glaube ich mittlerweile ein Gamepad dafür, das heißt die Modularpalette oder Modulpalette bei diesen Moto Mods, bei den Motorola Smartphones wird immer weiterentwickelt und auch Drittanbieter haben natürlich die Möglichkeit für diese Motorola Smartphones oder Lenovo Smartphones, muss man ja mittlerweile sagen, Moto Mods zu entwickeln. Der Preis beträgt hier 499 US-Dollar, was ich relativ hoch angesetzt fühle für diese Ausstattung. Natürlich hat man die Möglichkeit Moto Mods anzubringen, allerdings reden wir hier immer noch von einem Mittelklasse-Smartphone der höheren Preiskategorie. Ich denke, 400 Euro würden diesem Smartphone etwas besser stehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass man damit ein Smartphone bekommt, was man in so einer Art und Weise fast bei keinem anderen Hersteller bekommt. Erscheinungstermin im Sommer, 499 US-Dollar. Die Preise für Deutschland wurden leider noch nicht kommuniziert. Sollte es da Neuigkeiten geben, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und damit gehen wir zum Nubia ZS17 über. Auch wenn ich auf meinem Kanal noch nie Smartphones von Nubia, also der Tochterfirma von ZTE, getestet habe, wird es in den nächsten Wochen mal Zeit. Denn Nubia hat in der vergangenen Woche das Z17 vorgestellt, ein absolutes High-End-Smartphone, ähnlich wie das Essential Phone und das zu einem deutlich attraktiveren Preis, zumindest wenn man das Gerät über China bzw. Asien importiert oder auch genau dort kauft. Denn ab 320 Euro bekommt man ein Gerät mit einem Snapdragon 835 mit 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher. Das Ganze kann aber noch gesteigert werden, nämlich mit dem Snapdragon 835, dann ebenfalls mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Wem allerdings diese 6 GB Arbeitsspeicher nicht ausreichen, der kann natürlich auch noch ein Modell mit 8 GB kaufen, wem das alles natürlich etwas zu wenig erscheinen sollte. Von daher ist dieses Gerät auch noch in 2-3 Jahren, was zumindest den Arbeitsspeicher angeht, noch voll up to date, denn 8 GB bekommt man momentan in keinem Smartphone, was mir bekannt ist, beziehungsweise was in den Medien so gepusht wurde. Snapdragon 835, sehr, sehr viel Arbeitsspeicher, sehr, sehr viel interner Speicher. Wir haben auf der Rückseite eine 23-Megapixel-Kamera und eine 12-Megapixel-Kamera. Das heißt, wir haben hier auch ein Dual-Kamerasystem mit f1.8, glaube ich, und 2.0-Blende. Wir haben auf der Vorderseite, ich glaube, eine 16-Megapixel-Kamera. Wir haben dann noch ein 5,5 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung, was meiner Meinung nach absolut ausreichend ist. Quad-HD wäre natürlich feiner, würde nochmals höher auflösen. Allerdings ist Full HD absolut ausreichend bei 5,5 Zoll und wir haben auch hier ein Edge-to-Edge-Display, das heißt die komplette Vorderseite, zumindest links und rechts, werden nur von einem sehr, sehr dünnen Rahmen, Seitenrahmen begleitet. Wir haben 3200 mAh an Bord und dann noch mit einer neuen Fast-Charge-Technologie. Das heißt, Nubia gibt an, innerhalb von 25 Minuten bekommt man mindestens 50% Batterieleistung wieder in den Akku rein. Preise, wie gesagt, 320 Euro für das Einstiegsmodell, wobei man hier immer noch fairerweise sagen muss, Snapdragon 835 und 6 GB Arbeitsspeicher und ich glaube um die 520 Euro kostet das High-End-Modell mit 8 GB RAM, wobei das meiner Meinung nach absolut überdimensioniert ist. Wenn ihr euch das Gerät kauft, reicht absolut die Ausgangskonfiguration aus, gegebenenfalls mit etwas mehr Speicher, was natürlich zur Verfügung steht.
Damit bin ich auch schon am Ende meiner neuesten Ausgabe von Cheers to the Weekend. In diesem Fall war das Ausgabe Nummer 34. Ich bedanke mich natürlich wieder, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Arbeitswoche und hoffe, wir sehen uns auch am nächsten Wochenende wieder, wenn es heißt Cheers to the Weekend mit meinen Highlights und meinem Wochenrückblick der vergangenen Kalenderwoche. Bis dahin, macht's gut und ciao.